keinen bestimmten Namen, aber ich wollte ihn eigentlich auch gemeinsam mit einer Freundin vortragen, weil wir uns diese Geschichte zusammen überlegt hatten und wir waren einfach so tief in Gedanken, aber nennen wir es mal die Suche nach dem Frieden. Ich möchte heute die Geschichte des Teenager-Pärchen Tim und Alice erzählen, die auf der Suche nach dem Frieden in der Welt sind, weil sie im Alltag doch so viel Hass erfahren. Die beiden sind schon lange ein Paar. Wie lange wissen sie selbst nicht mehr? Es ist schon eine lange Weile, zeitlos, weil alle Momente gemeinsam so wunderschön sind. Wenn man die beiden so ansieht, würde man kaum glauben, dass sie sich gefunden haben. Sie sehen ein bisschen kurios aus. Tim ist hager und groß gewachsen. Er trägt immer ausgewaschene Jeans, die seine überlangen Beine betonen. Auf seiner Nase sitzt eine dicke Hornbrille und blonde Locken fallen ihm ins Gesicht, die er immer versucht, lässig wegzupusten. Alice ist das Gegenteil von Tim. Sie ist pummelig und alles, was in ihr schlank ist, ist der Hals. Der will einfach nicht zum Rest des Körpers passen. Er wirkt so grazil. Dieser Hals hat ihr in der Schule den Namen Giraffe eingebracht. Manchmal wird sie auch Ginger genannt, wegen ihren glatten, roten Haaren. Und die Kombination mit den wasserblauen Augen macht alles noch ausgefallener. Alice hat immer Kleider mit den schrägsten Mustern an, egal ob Blümchen, Dreiecke oder irgendwelche Tiere. Heute war mal wieder ein beschissener Tag für Tim und Alice. Zum x-ten Mal mussten sie sich zu Gemüte führen, wie trostlos ihr Leben ist, was sie nicht schaffen würden und wie unbedeutend sie sind. Ja, sowas bekommen sie ständig von ihren Mitschülern zu hören. Grundsätzlich verläuft der Tag des Pärchens immer so. Sie gehen zur Schule und versuchen, den Hass zu allem, was sie nicht ändern können, zu kontrollieren und bemühen sich in Richtung Ende, ohne große Komplikationen zu steuern. Aber sollte das wirklich so sein? Wohl eher nicht. Nur weil die beiden sich anders kleiden, sich ruhiger verhalten und alternativ denken und nicht zu jedem Trend Ja und Amen sagen, werden sie ausgeschlossen. Manchmal fühle ich mich eingesperrt, wie in einem Bunker, sagt Tim zu Alice, als sie in ihrem Lieblingswäldchen, das abgelegen von der Stadt ist, spazieren gehen. Bunker? Gerade sind wir hier an einem vorbeigekommen, antwortet Alice mit großen Augen, als sie so das Gefühl überkommt, sie will etwas erkunden und studieren, was gerade hier ist. Dieser Bunker, der muss es sein. Weil sie das Verlangen nach einer neuen Erkenntnis hat. Und Tim, er folgte sowieso überall hin. Also treten sie an. Die beiden sind verwundert, als es hier heller ist als gedacht. Doch es riecht muffig, irgendwie alt. Alice wird ganz begeistert von der Atmosphäre. Lass uns hier etwas verweilen. Der Sinn kommt hinterher. Irgendwie möchte ich mir etwas wünschen. Freilassen. Weißt du, was ich meine? Tim dachte nach und dann kam er auf die Idee, dass sie hier seinen ganzen Ärger abladen könnte, wie auf einem Schrottplatz. Gerade glaube ich, dass unsere Mitschüler recht haben mit dem, was sie sagen. Was bedeuten wir schon in dieser Welt? Die meisten verstehen uns nicht und kämpfen deswegen gegen uns. Alice hat das Bedürfnis, ihren Tim in die Arme zu schließen, damit sie ihr schlagendes Herz spüren kann und den eisernen Willen, den sie in sich trägt, im Frieden weiterzuleben und keinen Kampf gegen die Mitschüler zu beginnen. Doch Tim will nicht. Er schüttelt den Kopf und entgegnet. Verstehst du nicht? Wir befinden uns in einem Krieg. Das Schlachtfeld ist die Schule und die Gegner unsere Mitschüler. Alice versucht, Überzeugungsarbeit zu leisten und beruhigt ihren Freund mit den Worten. Sieh nur, wir lassen uns nun leiten von dem Gedanken, schlechter dazustehen, als wir es wirklich tun. Ich denke, wir haben einiges, was das Leben erhält. Uns beide zum Beispiel. Tim ergreift eine Leere im Inneren. Er möchte den Bunker verlassen. Sofort. An diesem Ort gibt es kein Licht mehr und der Sinn ist auch nicht zum Vorschein gekommen. Er läuft wortlos zum Bus und Alice folgt ihm, auch ohne einen Laut zu verlieren. Alice hört in sich hinein, aber da ist nichts außer Wut auf Tim. Warum möchte er auf einmal kämpfen? Sie waren doch immer gut damit bedient, friedlich zu sein. Haben die zwei den Glauben an den Frieden verloren? Dann beginnt Alice laut zu denken, nein, nein, so darf das nicht laufen. Wir waren nie so aggressiv drauf, wie wir es jetzt sind. Das sind nicht wir, Liebling. Wir beide waren eine Einheit, die an Ruhe geglaubt hat. So ein Blödsinn. Menschen ändern sich eben und wenn du damit nicht klarkommst, sollten wir vielleicht getrennte Wege gehen, erwiderte Tim voller Trotz. Und dann war er da. Wie aus dem Nichts spürten Alice und Tim jeweils eine Hand auf einer Schulter. Ein farbiger Mann mit dicken Dreads stand hinter dem Paar und schaute sie grinsend an. Halt, halt, meine Lieben! Was redet ihr da? Von wegen dem Glauben an den Frieden verloren? Warum wollt ihr nicht mehr von einer besseren Welt träumen? Tim und Alice drehten im gleichen Moment den Kopf und sahen in das lachende Gesicht des Reagan-Manns, der weiterredet. Ihr habt eure Liebe, Leute. Glaubt mir, dass für euch der Frieden schon lange gekommen ist.
weil ihr zufrieden seid mit eurem Leben. Dieses Privileg hat nicht jeder und es ist leider wahr, dass man in der heutigen Zeit zu wenig vom Frieden hat. Ennis nickte begeistert und zustimmend. Tim ergriff das Wort. Unsere Gesellschaft ist zu oberflächlich. Jeder will jeden ausstechen, damit man selbst am ehesten ans Ziel kommt. Doch nicht immer zählt der Gewinn, sondern eher der Weg, den man auf sich genommen hat. Die neuen Erfahrungen machen dich weicher oder härter, schwarze oder weiße. Sie prägen dich und du lernst daraus. Der Reggae-Mann hatte ein Leuchten in den Augen und meinte, siehst du, Bro, du hast die Lektion begriffen. Wieso sträubst du dich dagegen die Ansichten von deiner Lady? Tim zuckte nur mit den Achseln. Alice fragte, wie heißt du? Der Farbige antwortete, ich bin Friedenskämpfer. Davon waren Tim und Alice so berührt, dass sie buchstäblich die warme Aura dieses freundlichen Mannes spürten. Er war offen, nicht unsensibel und eingefahren wie ihre Mitschüler. Zu allem, was gut war in diesen Augenblicken, begann es auch noch zu regnen. Es tat gut, im herrlichen Nass des Sommers zu stehen und sich einfach in die Hand zu nehmen. Ich fahre in Richtung Unendlichkeit. Wo darf ich mich von euch verabschieden? Fragte Friedenskämpfer, als er mit Alice und Tim im Bus saß. Aber Alice und Tim konnten nicht antworten, weil sie sich auf ihre Träume konzentrierten. Im Herzen feierten sie ihre Liebe, den Frieden, den Sonnenuntergang und Friedenskämpfer.